Hallöchen und willkommen zum nächsten Part des Let's Plays von Diablo 3. Juhu! Wieder mit Maxi. Hey. Und wollen wir mal damit direkt mal anfangen. Die nächste Quest. Mal gucken, was wir da haben. Ihr habt sicher jetzt gesehen, ich habe direkt mal ein Intro für die Let's Plays gemacht. Habe ich einfach mal so nebenbei gebastelt aus Langeweile. So. Haben wir seit letztem Mal noch ein Level abbekommen. Gucken, was da Schönes bei rumgekommen ist. Ja. Er lädt wieder zu lange. Ich hoffe mal. Rotz mal rein, ne? Ich hoffe mal, dass es jetzt richtig eingestellt mit Ton und. Hey, guck mal, ich habe 10 Euro Obi-Gutschein. Obi? Ja. Obi? Obi. Ernsthaft jetzt? Ernsthaft jetzt. Ja. Ja, was man immer so eine schöne Scheiße erzählen kann, wenn der Ladebildschirm da ist, ne? So, ja, ist eingestellt wie letztes Mal. Genau, wir hatten ein Level-Up, das war, wo war das? Fähigkeiten, da haben wir's. Wo war das denn? Hier war's nicht. Hier war's. Zerfleischen. Zerfleischen, ach so, was? Kosten 20 Mut, kosten... Achso, man muss das immer umstellen. Verwundet mystischen Hammer von alle Gegner in der Nähe. Ah, muss umstellen. Ja, welches soll man denn nehmen? Ruft einen mystischen Hammer, so Hammer auf den Kopf? Oder? Also da, verwundet Gegner in der Nähe, sodass sie 3 Sekunden lang bluten. Ja, das wird sich irgendwie besser an. Vor allem, weil es alle in der Nähe sind, weißt du? Ja, so, dann machen wir das. So, Der Skelettkönig war einst unser geliebter Herrscher Leoric. Er wurde von Diablos Bösem in den Wahnsinn getrieben. Er hat seine beiden Söhne verloren und auch seine Seele selbst, bevor er endlich besiegt wurde. Nun scheint es, als wäre er auferstanden, um dieses Land erneut heimzusuchen. Eine traurige Geschichte. Doch ich suche den gefallenen Stern und er ist mir im Weg. Der Schlüssel, ihn zu besiegen, ist seine alte Krone. Sucht unseren Schmied Hedrick auf. Er weiß, wo sie zu finden ist. So, da müssen wir jetzt zum Schmied. Der ist da hinten, aber ich glaube, ich gehe jetzt mal zu irgendeinem Typen. Da ist ein Händler. Wir haben ja ganz viel Mist dabei schon. Da, rechtsklick, um zu verkaufen. Haben, glaube ich, jetzt alles geguckt. Ich glaube, ich brauche gar nichts davon. Nee. Muss mal alles hier verkaufen. Geld. So, das haben wir. Minus der Schutz ist doof. Was haben wir denn hier? Och Gott. Das ist ein magischer. Wie viel kosten die? 1500? Ich hab. Ach, guck mal, ich hab 1400 und der kostet 1500. Er hat aber nur 0,9 Schaden mehr. Ist ja doof. Ja. Und wollen wir Rüstung haben. Ah, guck mal. Wir haben doch eine Rüstung. Was habe ich denn gar nicht? Ich hab doch. Schuhe habe ich gar nicht zum Beispiel. Guck mal, 4% bessere Chance. Das auf der rechten Seite. Das ist oder das. Zweiter Armschutz oder was? Das sind die. Das hier? Das sind Handgelenke. Achso. Das sind Handschuhe, die habe ich aber. Eine Hose. Ein genau, Schild. Zieh doch mal eine Hose an. Eine Hose habe ich ja an, aber ich habe keine Schuhe an. Achso. Die Schuhe kosten 500. Ich glaube, die nehme ich einfach mal mit. Kann ich die so reinziehen? Ja. Klatschen wir hier einfach mal drauf. So, und gucken wir mal. Wenn wir eine Schuhe anziehen, das ist ja doof, so barfuß zu laufen. Ich glaube sogar, kann man das rein und raus tun? Ne, kann man nicht. Schade. Oh. Egal, dann gehen wir mal direkt zum Schmied. Beutetruhe haben wir hier. Das ist auch wieder ein Händler. Ach, auf der Karte gehen die erst. Kommen die erst auf der Karte vor, wenn ich da rumgelaufen bin. Schmied, Deckard Cain sagte, ihr könntet helfen, die Krone Leorix zu finden. Ja, das kann er bestimmt. Nicht jetzt. Meine Frau. Sie ist im Keller eingeschlossen. Was macht die im Keller? Die muss in der Küche sein. Die Arme. Ihr wurde aufgetragen, sie alle zu töten. Ach, sie wurde gebissen. Aber wie soll ich meine eigene Frau umbringen? Von einer Riesenspinne? Es ist zwar bedauerlich, nein, wahrscheinlich aber von es muss getan Zombies werden. Okay. Ich werde euch helfen. So. Das hätte mich jetzt sonst an Bart's Tale erinnert. Sprech mit dem Schmied und dann töte die gefräßige Toten im Keller der Verdammten. Das ist wohl die neue coole Kellerquest. Wir haben nichts zu tun, als in irgendwelchen Kellern rumzulaufen. Achso, er ist jetzt der Schmied. Der ist wahrscheinlich wieder mit mir hier. Wollte schon sagen, wo kommt der denn jetzt auf? Die haben immer solche riesigen Keller.
klar, die Tür aufzumachen. Wir hau die einfach direkt um die Ohren. Ach guck mal, man haut direkt um. Das ist cool. Das finde ich so geil animiert. Die fliegen einfach hier durch die Gegend. Das ist echt super. Guck mal. Wenn ich da rumhaue, dann fliegt der hier voll gegen die Wand. Das ist schon echt geil. So, hier nochmal. Und bam! Und hauen und treten und. Einer der Untoten. Bitte vergib. Da, die Frau. Warum weint sie denn? Boah, bin ich fett und groß, Alter. Hedrick! Im Gegensatz zu ihr, ja. Na lecker. So. Alter, das ist ein Boss. Tja. Ich meine. Ich brauche mehr Zeit. Das finde ich aber auch geil, dass der Schmied so eifrig mit drauf prügelt. Ich meine, war ja immerhin mal seine Frau, ne? Ja, ich werde angegriffen, ja? Also ich bin zwar nicht sonderlich hübsch, aber der muss mich beschützen hier. Er ist wohl nicht so der Frau. Hätte ich es nicht geschafft. Ich stehe in eurer Schuld. Mein Name ist Hedrick Eamon. Ja, hätte ich auch vorher gewusst. Ich brauche eure Hilfe. You don't say. Ich muss Leorix Krone finden. Boah, kann ich euch Alter. Ja, okay, es ist eine Zweihandachse. Das kommt das Schild weg. Ja. Aber ey, hallo? Haut rein. Ihr werdet sein Grab auf einem was haben wir hier? Ach, guck mal, Amtschen haben wir auch. Und wenn ihr meinen Narren von einem Lehrling da draußen seht, dann sagt ihm, dass er aufgesammelt werden. Ja, ist eigentlich völlig egal. Machen wir die Handschuhe und die Zweihandachse. Ein bisschen mehr rumlaufen. Zwei Waffen verursachen mehr Schaden, haben wir jedoch eine geringere Angriffsgeschwindigkeit. Ja, okay. Scheißegal. Wir haben die erste Quest beendet, aber ich glaube, öffne das Nordwesttor. Ist das hier irgendwo oder ist das oben? Ich glaube, ich würde sagen, das ist oben, weil du hast auf der Karte zum Beispiel jetzt keine Rufzeichen. Ja, ansonsten blinkt das auch immer. Ja. Also renne ich raus aus dem kleinen Keller. Mit meiner Riesenaxt nach oben. Da ist wieder ein Blinkezeichen. Sind das Zombies? Ne. Das ist Nordwesttor. Haben wir geöffnet. Quest abgeschlossen. Tolle Quest. Dieses Mal kommt ein großes Rudel. Haltet die Stellung. So. Was ist das? Läuft doch. Boom. Findet den Friedhof der Verlassenen. Das ist eine Karte in der Umgebung. Das ist cool. Ja. Die Karte, das wusste ich auch vorher. Oder Tab-Taste. Ach so. Okay. Dann wollen wir mal hier zum Friedhof geiern und gucken, was da so los ist. Dann kann ich irgendwie gucken, ne? Weg! Ausgespäht. Aus dem Weg! Baum! Ach, guck mal. Schuh im Baum. Stumpf. Warum nicht? Ja, freut sich doch. Jeder weibliche Schuh im Baum findet. Ich find's doof, dass man die nicht so verändern kann, die weiblichen Charaktere, also die Charaktere. Kann man nicht? An was erinnert sich der hier? Ja, siehst du? Das habe ich nämlich im ersten Let's Play auch gesagt. Keine Chance. Wie heißt das? Ja, lass das. Genau, Left 4 Dead. Hab ich auch direkt gesagt, so, hä? Das sieht auch voll, verändert sich doch genau. Irgendwann irgendwas. So. Tote Bewohner? Oh Gott, was ist. Oh mein Gott. Das ist ja kein Ding. Die fliegen einfach hier so durch die Gegend. Für den King ist das an den Tage. Ich brauche mehr Zeit. Ich wurde geheilt. So. Gold, 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 Gold. Da haben wir auch mal Gold. Hier sind auch nochmal ein paar tote Dorfbewohner, die haben auch noch Gold. So. Geld, Geld, Geld. Den Friedhof haben wir jetzt bis jetzt immer noch nicht gefunden. Oh, Gold. Ja, es ist aber cool. Man muss immer so alles hier exploren und hier sind Zombies aufbauen. Weg. Ich muss exploren, gucken, wo vielleicht irgendwas sein könnte. Ja, ich glaube, da ist ja der Weg, dann bleib mal, das ist ein mal auf dem Weg. Hier ist auch nichts. Was ist das? Das denke ich, also... Die sind lila, ich glaube, die sind doof. So.
Viel zu viel an den Toten. Man muss halt schießen. Aber die werden schon. Oi, Holzaxt des Winters. Muss ich da nur drüber laufen? Ja, ne? Ja, anscheinend schon. Ja, cool. Ich habe eine neue Axt gefunden. Ich guck mal, was die kann. Das ist, glaube ich, die gleiche, oder? Nee, das ist. Die macht 1-2 Kälteschaden, also, und die bis AK und 1-2 Schaden mit dem Leben umgewandelt. Haha, also meine ist besser, ja. Die leuchtet so rot, das ist ein Vampir-Axt. Was haben wir hier? Oh, die Schuhe? Nee, ich habe meine Schuhe doch gerade erst gekauft. Erstmal benutzen. Erstmal auslaufen. Ja. So, ich glaube, das sieht irgendwie nach Friedhof hier aus, ja. Ja, da blinkt's auch. Ach, guck mal. Die kommen mir aus dem Nacht, die Untoten. War sogar ein halber. Ja. Das interessiert ja nicht. Schade. Aber ich fand den Hammer bisher irgendwie besser. Also, dass ich jetzt gemerkt habe, dass ich geblutet habe, ist jetzt nicht. Was meinst du bei der? Ja, genau. Ja, ich ja doch, jetzt, ja, doch. Jetzt zum Beispiel. Jetzt man sieht das auch in der Anzeige, dass sie dann noch so abgezogen werden. Ja. Also. Ja. Doch. Also. Und die werden betäubt, kann das? Oder ist das ein anderer? Nee, das ist mein erster hier. Achso. Da werden die betäubt. So, ja. Doch, hier kann ich wohl geschossen. So, was haben wir jetzt hier? Sucht nach dem Altar des Kanzlers, untersucht den Friedhof der Verlassenen. Altar? Da hinten? Altar hört sich nach. Nee. Was? Hohem an. Ja, ist wahrscheinlich hier in der Kirche. Wahrscheinlich, ja. Ja, da. Wo sie rein. Irgendwas Hässliches? Ein Grabwächter? Ja, dann. Schon wieder weg. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Der rennt wahrscheinlich. Nee. Ist das schon tot? Der ist ja schon tot. Das kann ich mir nicht vorstellen. Der ist schon abgehauen. Ja, wahrscheinlich. Der Altar. Ja, eigentlich hätte ich jetzt gedacht, hier wäre der Altar. Unterhalb des Friedhofs. Was haben wir denn? Unterhalb. Unterhalb. Wo geht's denn hier runter? Wahrscheinlich so machen. In einem diesen, wo wir gerade waren, oder? Hier drin ist nichts. Ah, müssen wir da wohl. Sieht ganz danach aus. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube auch mal, dass wir wieder in irgendwelche Keller müssen. Ja, wir sind halt Keller. Hier sind wieder Zombies. Das. Ein Kobold! Neues Wissen. Ich habe einen Kobold getötet. Ich habe neues Wissen. Ja, ich bin 6 erreicht. Neue Runen freigeschaltet. Flügel Runen. Das ist schon super. Flügel. Kadaver. Kavada. Kavada da. So, Kadaver. Kann man rein, ne? Kann man nicht. Tod und verloren. Das ist leider geil. So. Ach ne. Das wollte ich jetzt nicht. Das nehmen wir gucken. Ja, mach mal. Die rennen vor mir weg. Warum? Egal, die rennen trotzdem. So, das sieht aus wie Alpha, aber es ist irgendwie anscheinend nicht. Weg. Hm. Ho, ho, ho. Das sagt mir auch was aus. Wieder kaputt. Schau mir die mal an. Jawohl. Da haben wir doch was. So, die sind schlechter anscheinend. Ja. Aber ich guck jetzt. Das ist schon wieder irgendwas Neues. Ich guck jetzt direkt mal. Ich habe jetzt irgendwas freigeschaltet. Da ist was. Neue Runen.
gibt 5 Runen. Klicken Sie mit der linken Maustaste, eine Fähigkeit zuzuweisen. Ach so. Ah. Ach, da bei dem Hieb sind. Jeder Treffer hat eine Chance, Gegner zu betäuben, statt sie zurückzustoßen. Ah, ich finde Spalten jetzt besser. Durch Spalten getötet und dagegen explodieren. Mit Stufe 9. Das ist ja super. Aber dann willst du die Rune Spalten. So oder so? Nee, die Rune ist nur bei dem Hieb dann. Dabei. Ach so. Ja. Hab ich jetzt gerade mal so gesehen. So, hier ist Steintruhe. Da kommt irgendwie nichts. Hat's mich gebeamt. Ah, jetzt. Ein Lederwams. Ist das besser? Schlechter? Besser. Ui. Viel besser. Finde ich aber auch. So. Das sah sogar aus wie. Kannst du da nochmal drauf gehen? Inventar. Da. Sieht auch nicht schlecht aus mit den zwei. Wie so zwei Kokosnussschalen als Brusthalter. Schultern, Hals, Finger. Ja. Schon wieder 1700 Gold. Kann ich mir schön gleich was kaufen. Shoppen. Wieder kaufen. Muss ich mir auch was kaufen. So. Neues Gebiss. Ja, zum Beispiel. Oder neuen Musik. Da kommt jemand raus. Nee, doch nicht. Musikantenknochen. Mein Gott, ist das groß hier. Oh, die schön. Vielleicht auch mal ein neues Schlüsselbein. Oh, ist die schön. Oh, die schön. Oh, meine geile Karte. Was ist das? Ein loser Stein. Nur 20 Gold unterm losen Stein. Die lassen sich auch was ein. Stein da. Ich dachte, da wäre jetzt ein Gegner drin oder so. Hätte ich auch gedacht. Mann, wie lange ist das denn hier? Das geht da ja gar nicht. Voll lange. Da. Ah. Ebene 2. Ah, toll. Super. Ja. Nachher alles zurücklaufen, oder wie? Nee, da wirst du, glaube ich, rausgebeamt. Rausgebeamt? Die Krone muss. Ah, guck mal. Ein dieser hier, ich sage schon, die Krone muss in der Nähe sein. Was haben wir hier? Krone. Ich habe so viel Wut in mir, ich schlage einfach mal alles kaputt, was mir in den Weg kommt. Oh, alles zerdeppert hier. So, was haben wir hier? Nichts haben wir hier. Oh Gott. Das hört sich auf. Oh mein Gott. Wer ist er denn? Mehr Wut. Ja. Sieht ja toll aus. Hat er zwei Köpfe? Ja. Und ich habe keine Tränke mehr. Ich brauche Wut. Gott. Jawoll. Ich bin wieder gesund. Tage des Fokus. Was haben wir denn da? Achso, das ist ein magischer Schild, ist das. Ach, zu schade, dass ich jetzt eine 2 an Axt habe, sonst würde ich jetzt direkt mal sagen. 3 Intelligenz, ey, was ist das denn? Das brauche ich ja gar nicht. Grabstätte! So, Speicherpunkt, Grabstätte, eine Steintruhe haben wir hier noch mit Armchen und Gold drin. Sarg. Überall liegt Gold rum. Ist das ein Schrein der Erleuchtung? Was können wir machen? Ja. 25% Erfahrung mehr. Das sieht doch schön aus. Ah, jetzt war ich auch nicht weglaufen, weil die jetzt spawnen. Laufen übrigens weg, diese Zauberer, weil die Dinger einfach spawnen und dann. Ah, und dann hauen sie ab. Ja, hier, der Altar haben wir hier. Untersuchen. Nein, ich werde nicht erlauben, dass ihr dieses Monster Leoric erneut auf die Welt loslasst. Nee, leider nicht. Wir brauchen mehr Zeit. Aha. Aha. Was war das denn? Ich bin schwer verletzt. Ah. Komm! Nein! Ja! Aber hier ist was zu heilen. Ja. Läuft drauf.
hin! Ja, der war gerade auch erwischt, der war nur zu schnell tot. Guck mal, die zwei Schläge sind tot. Das sind, glaube ich, noch die Special Heap gegeben. Ja, und so nebenbei. So, was haben wir hier? Schon wieder, und Quest beendet und Stufe 7, das ist doch leider sau geil. Cool. Und Donnergroll. Ja, das ist der Hammer. Den haben wir ja vorher schon gehabt. Jetzt gucken wir noch mal kurz, was wir hier haben. Wir haben hier noch ein Schild bekommen mit Erfahrung plus 4, ein Dolch und noch mal Beinschutz, was Tolleres. Jawohl, ja. Und wir haben das Stadtportal. Teleportiert euch zurück in die Stadt mit T. Dann sag ich doch einfach mal, mach ich das doch mal. Und Arrivederci. Bluffig. So. Wir sind wieder in der Stadt. Wir müssen mit Dingens sprechen. Aber ich sag mal, 22 Minuten für einen Run oder für eine Quest. Und dieser Part ist auch schon wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Part.